Der Drogeriedschungel kann ein bisschen unübersichtlich bei Zeiten sein und deswegen bin ich hier für euch, um euch hier ein bisschen zu unterstützen. Ihr habt oft nachgefragt und deswegen reden wir heute über die Isana Wirkstoffreihe, denn es gibt mittlerweile einfach so viele Produkte und ich helfe euch so ein bisschen dabei zu entscheiden, welche Produkte vielleicht was für euch sind und von welchen ihr vielleicht lieber die Finger lassen solltet. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag von eurer liebsten Drogeriemaus. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt alle Lust auf dieses Video. Heute wird es Fakten auf dem Tisch, sehr theoretisch. Aber ich glaube, dass es manchmal hilfreich sein kann, wenn wir auch eher so ein bisschen produkt- und wirkungsfokussiert über Produkte reden, als nur rein zur Unterhaltung. Und deswegen reden wir heute über diese Isana Wirkstoffreihe. Ich habe, glaube ich, alle Produkte, die es gibt und gab, getestet, benutzt, hier auch zu Hause. Und ich kann euch so ein paar meiner Favoriten mit auf den Weg geben. Ich stelle euch einige vor, dass ihr mal so ein bisschen was mitbekommen habt, was es eigentlich gerade gibt. Und ich bin gespannt, vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungswerte mit diesen Produkten gemacht. Dann würde ich mich darüber sehr freuen, wenn ihr euer Feedback unten in den Kommentaren einmal für die anderen Mäuse aus der Community lasst. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn auch verschiedene Hauttypen ihre Meinung zu den bestimmten Produkten geben können. Also da schreibt gerne einmal was vorbei und wir verlieren gar keine Zeit und starten direkt mit dem Video. Es ist sehr früh. Ich habe gerade eine Foundation getestet. Ich muss euch kurz erzählen, weil ich muss es loswerden. Ich habe gestern ein TikTok gesehen von einer Creatorin, die hatte diese Chantecaille Foundation benutzt und ich habe die auch und ich habe die gehasst und ich habe sie aufgetragen und ich habe sie gehasst und ich wollte die jetzt hier zur Seite legen zu einem Produkte, die ich hasse, Stapel und jetzt trage ich sie und ich finde, auf der Haut sieht sie aber doch gar nicht so schlecht aus. Ich verstehe sie noch nicht ganz. Aber nun gut. Ich bin jetzt einmal hier parallel auf die Rossmann-Webseite gegangen. Ganz wichtig, kein bezahltes Video, aber ihr habt neulich danach gefragt und ich dachte mir, okay, klar, warum denn nicht? Und jetzt habe ich gerade so ein bisschen die Gelegenheit, ein paar Videos vorzudrehen. Auf der Rossmann-Webseite gibt es eine komplette Landingpage zu diesen Produkten. Also eine Seite, wo alle Produkte aufgelistet sind, unter anderem mit diesem sehr, sehr hilfreichen Bild, wie ich finde. Ihr könnt dort sehen, von links nach rechts, Mischhaut, unreine Haut, Misch- und ölige Haut, trockene Haut, Misch- und unreine Haut, jeder Hauttyp, sensible, trockene Haut. Also sehr gut aufgesplittet, welche Farbe was bedeutet. Ein Produkt habe ich nicht mehr hier, da kommen wir gleich zu, das sind die Retinol-Kapseln. Generell muss ich eine Sache hier ganz klar an erster Stelle sagen. Ich glaube, gerade wenn ich das oft bei Skinfluencern sehe, dass es wird immer sehr viel, sehr schnell die Produkte zerstört oder probiert zu zerstören, weil die so Unvorteil haben, weil die nicht ausreichend formuliert sind oder weil sie dies oder das oder jenes sind. Wir reden hier über Produkte für 4 Euro aus der Drogerie. Das sind Produkte für eine grobe Masse an Menschen, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag Skincare-Content auf Social Media konsumieren und nicht wissen, dass 7% Acetylinsäure besser ist als 3% Vitamin C. Wisst ihr, was ich meine? Das sind Produkte, die fokussiert ein Problem lösen sollen. Und ich glaube, niemand erwartet, dass ein Produkt für 3 Euro alle Probleme löst oder für 4 Euro, sondern es geht eher darum, dass man sich mehr mit Wirkstoffen aussetzt, dass man sich mehr mit Produkten auseinandersetzt und ganz bewusst etwas forciert angehen kann. Wenn ich weiß, ich habe eine trockene Haut, dann weiß ich mittlerweile einfach, dass Hyaluronsäure und Glycerin super gut für mich ist. Und wenn ich dann Produkte in der Drogerie finde, die nur dafür ausgelegt sind, um das zu unterstützen, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache. Deswegen seht es mir auch so ein bisschen nach, dass ich jetzt hier nicht über Konzentration oder was weiß ich rede. An einigen Stellen kann ich das mit dazu sagen, aber jetzt auch nicht bei allen. Ob jetzt hier 18% oder 15% Glycerin drin sind, das ist mir am Ende des Tages eigentlich egal. Starten wir auch wirklich von links nach rechts anhand dieses Bildes. Ich habe mir aus der Reihe für Mischhaut und unreiner Haut diesen Cleanser nochmal mitgenommen. Man merkt an einigen Stellen, dass Isana viele Produkte rausgesucht hat, die aus anderen Marken auch gut funktionieren, was ich völlig in Ordnung finde. Sie haben es aber ein bisschen angepasst und das ist mein Favorit daraus. Das ist ein Reinigungsgel, welches sehr gelig ist mit 0,8% Alpha-Hydroxy-Acid, also AHA und PHA. 2%. Das ist ein chemisches Peeling, welches ich zumindest eigentlich jeden Tag nutzen kann. Das sorgt dafür, dass es ganz, ganz mild die obere Hautschicht so ein bisschen von den toten Hautschüppchen entfernt. Der Vorteil zwischen chemischen und mechanischen Peelings ist meiner Meinung nach, habe ich festgestellt, dass ich sie persönlich besser vertrage und sie auch ein bisschen besser steuern kann. Wenn ich so ein sehr grobes Meersalzpeeling habe, kann es sein, dass ich mir so kleine Mikroschnitte in die Haut setze, wo Bakterien reinkommen können und wo sich die Stelle dann entzünden kann.
Das passiert bei chemischen Peelings nicht. Und wenn du weißt, dass du vielleicht heute mal eine wirklich sensible Wangenpartie hast, dann kann man es da auch ganz gut aussparen. Das ist ein recht mildes Peeling. Es ist so mild, dass ich es persönlich eigentlich jeden Abend benutzt habe. Ich habe das in der Dusche stehen gehabt. Das ist jetzt ein neues extra nochmal geholt für dieses Video. Ich habe das in der Dusche, damit ich das einfach als so zweiten Zwischenschritt machen kann. Ich mache ja erst ein Oil Cleansing, dann gehe ich in die Dusche, nehme das Öl ab mit einem normalen Reiniger und dann kann ich das nochmal ins Gesicht machen und lasse das dann auch vielleicht 2 Minuten mal im Gesicht drauf, während ich meinen Körper einseife. Mag ich sehr, sehr gerne. Es ist so mild in Kombination mit Aloe Vera und Panthenol, dass es auch gleichzeitig so ein bisschen beruhigt und ich habe kein Problem mit diesem Produkt, dass meine Haut danach so ein Spannungsgefühl hat. Aus der Reihe für trockene Haut habe ich tatsächlich auch mittlerweile nur noch ein Produkt hier. Das ist das Glycerin- und Aminosäurenprodukt, welches mir sehr, sehr gut gefällt. Glycerin ist ein unglaublich guter Feuchtigkeitsbinder, der in der Haut wirklich, der wirklich was macht. Ich habe früher immer gedacht, Glycerin ist so Nitroglycerin, habe ich immer gedacht. Ich dachte, das ist immer was Schlechtes. Nein, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Die Textur ist ganz spannend. Ihr habt 3% Aminosäuren mit drin, ne? Also Eiweiße, die die Hautschutzbarriere auch nochmal so ein bisschen fördern. Es ist ein recht wässriges Serum, hinterlässt aber, und das ist bei Produkten mit Glycerin immer der Vor- und der Nachteil, ne, das muss man immer wissen, dass es wie so einen leichten Film auf der Haut hinterlässt, der wie so ein Schutzmantel sich bildet. Deswegen würde ich, wenn ihr beispielsweise einen Feuchtigkeitsboost macht, ich würde erst ein Hyaluronsäure-Serum nehmen, dann würde ich tatsächlich auch schon zu diesem Produkt hier greifen, denn hier sind nur 3% Glycerin drin und ein Hyaluronsäure-Komplex und erst das dann, weil hier natürlich mehr Glycerin mit drin ist, was dann auch diesen Film auf der Haut wie so einen Schutzfilm hinterlässt. Das ist sehr beruhigend, das ist sehr mild und ihr kennt ja meine Skincare-Routine in der Woche so ein bisschen schon. Wenn ich ein sehr exzessives Peeling, ich habe vielleicht Dermaplaning gemacht, also mir so diese kleinen Härchen im Gesicht entfernt, dann ist die Haut schon ganz schön mitgenommen. Und dann mache ich so einen Beruhigungstag und da gehe ich einfach auf Feuchtigkeit, auf nichts anderes, ich will nur Feuchtigkeit. Das ist sehr, sehr gut. Der Vorteil von diesem Produkt ist, dass es auch so ein bisschen, hört ihr das? Ne, hört man nicht. Es wird klebrig. Glycerin wird auch klebrig und ist meiner Meinung nach dafür auch ein sehr, sehr guter Primer-Ersatz. Man sieht es auch ganz, ganz oft hier beispielsweise. Das ist jetzt dieser Grip Primer. Der erste Inhaltsstoff ist Wasser, der zweite Inhaltsstoff ist Glycerin, um diese Klebrigkeit hinzukriegen. Und dann kommt schon PVP, was das Ganze noch klebriger macht. Aber das ist schon ganz spannend. Es wird sehr, sehr klebrig und ist damit eine sehr gute Möglichkeit, um einen Primer-Ersatz zu haben, der vielleicht wirklich auch nur Feuchtigkeit spenden soll. Im gleichen Atemzug dazu, wie gesagt, einmal das hier. Das ist meiner Meinung nach eines der besten Produkte aus dieser Reihe, komplett. Das geht jetzt gerade so aus dem Sortiment. Ich ahne, dass das ins Standardsortiment kommt. Ich glaube, es zieht nur aus dem Trendtower aus und geht dann in diese Wirkstoffreihe mit rein. Vielleicht in einer anderen Verpackung, die ein bisschen platzsparender ist, aber sehr, sehr günstig, sehr wirkungsvoll, wie ich finde. Ein Hyaluronsäurekomplex pflegt die Haut saugt das richtig auf, es zieht so schnell ein. Es pillt nicht, also es macht nicht diese kleinen Würstchen, die entstehen können, wenn sich verschiedene Produkte und die Inhaltsstoffe daraus nicht so vertragen, dann rollen die sich einfach ab, dann war es auch einfach zu viel. Ist aber nichts Schlimmes. Eine ganz, 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 ganz tolle Art und Weise, das Gesicht mal schnell mit so einem Schluck Wasser zu versorgen. Ich würde mir wünschen, ich habe es probiert, es hat leider nicht geklappt. Ich habe mir das in eine Sprühflasche gemacht, um das so als Fixing Spray zu benutzen. Dafür war die Textur ein bisschen zu dick. Ich nehme es jetzt einfach in die Hände und massiere mir das ins Gesicht ein. Im Anschluss könnt ihr dann das Glycerin-Serum nehmen. Ein Produkt, welches ich euch hier auf den Weg geben möchte, ist das Niacinamid-Serum. Hier habe ich einen kleinen Verbesserungsvorschlag an das Isana-Team. Ich würde das gerne mit Zink kombiniert haben. Niacinamid ist dafür gedacht, um so kleine Pickelchen auch so ein bisschen zu reduzieren, um die Haut so ein bisschen zu beruhigen. Ganz, ganz wichtig, es steht auch extra drauf, nicht für Schwangere und Stillende geeignet. Ich würde das wirklich gerne mit Zink kombiniert haben, weil hier ist wieder Glycerin drin, was natürlich sehr feuchtigkeitsspendend ist und Niacinamid ist so ein bisschen feuchtigkeitsentziehend. Ich finde, hier hätte noch so ein bisschen Zink mit reingehört, vielleicht 2%, 3%, um wirklich auch diese beruhigende anti-entzündliche Wirkung mit drin zu haben. Ist meiner Meinung nach ein wirklich gutes Produkt, um auch sich so ein bisschen an diese
etwas anderen Wirkstoffe mit ranzutasten. Niacinamid haben wir jetzt aus der Bubble natürlich schon oft gelernt und auch gehört. Hyaluron und Glycerin, das kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Niacinamid ist ja aber schon wieder so ein etwas spezielleres Produkt. Ist ja schon wirklich sehr fokussiert auf eine Wirkung. Unter anderem soll es die Teigproduktion reduzieren, was dann natürlich so ein bisschen Trockenheit auslösen kann, wenn es zu hoch konzentriert ist. Es verfeinert die Poren, es verleiht dir ein gleichmäßigeres Hautbild durch diese antientzündliche und Antipigmentwirkung. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, hier merkt man gerade, dass es natürlich ein günstiges Produkt ist und trotzdem was tut. Und ich muss es dazu sagen, es gibt kein Produkt aus dieser Reihe, welches ich nicht vertragen habe. Weswegen ich jetzt natürlich auch eigentlich nur positiv von den Produkten reden kann. Klar, es gibt ein Produkt, dazu greife ich öfter und es gibt ein paar Produkte, dazu greife ich einfach deutlich seltener. Wie beispielsweise das nächste, das ist wirklich, wirklich nur was für Profis, deswegen habe ich es jetzt am Anfang nicht mitgenommen. Das ist das Isana 6% Glykolsäurekomplex. Das ist mir persönlich einfach, ich bin sehr, sehr vorsichtig, was chemische Peelings im Gesicht angeht, die höher konzentriert sind. Ich nehme da eigentlich immer nur dieselben und mittlerweile bin ich ehrlich auch fast gar nicht mehr. Ab und zu so ein Tag, ne, ich habe ja hier schon so ein bisschen Peeling drin, in einigen Produkten sind ja auch schon so ein paar peelende Inhaltsstoffe mit drin. Und dadurch, dass ich mich so oft am Tag abschminke und neu schminke und eincreme und dies und das und jenes mache, brauche ich nicht unbedingt noch ein chemisches Peeling. Das ist etwas, das hat eine Pipette, davon brauchst du auch wirklich nicht viel. Zweimal die Woche maximal ein paar Tropfen dünn aufs Gesicht auftragen und dann anschließend abwaschen. Vergesst das bitte nicht. Ich glaube, da müsste man hier vielleicht noch an der Verpackung diesen Warnhinweis noch ein bisschen intensiver, auffälliger machen. Da finde ich es sehr, sehr gut. Da kann ich euch noch ein anderes Produkt empfehlen, was jetzt nicht hier mit reingehört. Das ist von Farm Loves Face. Das ist das in dieser grünen Flasche. Und das ist so grünlich mit Grünkohlextrakt. Ähnlich wie das von The Ordinary. In dem Moment, wo du so eine sehr intensive Färbung hast, weißt du einfach, dass du es abwaschen musst. Hier kann es auch ganz schnell passieren, dass du es einfach vergisst, weil du siehst es ja nicht mehr im Gesicht. Deswegen würde ich hier vielleicht sagen, dass man das vielleicht nochmal einfärben kann. Ist auch jetzt nicht unbedingt mein Favorit. Was ich damit ganz gerne mache, ist es an so wirklich trockenen Stellen wie an meinen Fersen zu hinterlassen. Sehr, 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 sehr gut. Super effektiv gegen diese trockenen Schrunden. Weiter geht es mit etwas aus der Reihe für jede Haut, für reife, trockene, sensible Haut. Und da ist auch einer meiner Favoriten aus dieser kompletten Reihe ist das hier. Das ist das 5% Panthenol, 5% Superlan Balance Serum. Sehr beruhigend. Gerade wenn ihr Probleme habt mit so kleinen Entzündungen, wenn eure Haut einfach so mitgenommen ist, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht wie so ein Pflaster im Gesicht und das ist es auch. Bepanthen. Ich mache alles mit Bepanthen. Ich habe hier so eine XXL-Tube Bepanthen im Bad. Wenn ich eine Entzündung habe, Bepanthen rauf. Wenn ich eine Entzündung im Auge habe, Bepanthen ins Auge. Wenn ich meine trockenen Lippen habe, Bepanthen auf für Lippen. Ich würde am liebsten Bepanthen trinken, essen, riechen, schmecken. Ich möchte gerne in Bepanthen einmal baden. Das haben wir hier mit drin, ne? Ist Panthenol, Dexpanthenol, sehr beruhigend, sehr wundheilungsfördernd und Squalan, ein veganes Squalan. Das bildet so ein bisschen wie so eine Schutzschicht auf der Haut und zieht wirklich gut ein. Es ist ein bisschen dicker von der Textur her, deswegen würde ich das auch eher in den letzten Schritten eurer Skincare-Routine machen. Geht da übrigens einfach immer von den dünnsten Produkten, also von den wässrigsten zu den festesten. Ne? Das ist ja hier ein etwas festeres Produkt, es ist nicht ganz so runny. Es hinterlässt so einen kleinen Film auf der Haut. Auch hier ist es nicht parfümiert. Und das gebe ich mir tatsächlich auch gerne so mal an solche Stellen hier, ne? Die einfach sich so ein bisschen entzündlich anfühlen, die so ein bisschen mitgenommen sind. Kannst du dir wirklich aufgeben. Hier steht auch drauf, nicht über 25 Grad lagern. Je nachdem, wo ihr eure Skincare macht. Ich würde das könnt ihr sogar eigentlich ganz gut im Kühlschrank lagern. Ne? Das ist dann auch nochmal so ein bisschen beruhigend. Bevorzuge das Tatsache eher am Abend, weil es doch schon durch dieses Squalan und Panthenol und meistens hast du ja dann noch Glycerin mit drin, also bei anderen Produkten, die du vielleicht vorher benutzt oder im Anschluss noch ein Lichtschutzfaktor. Das sind mir dann zu viele Schichten Skincare, die dann potenziell, wenn du nicht zu viel oder genug Zeit zwischendrin lässt, pillen können, gerade in Kombination mit Make-up. Deswegen würde ich das tatsächlich eher abends benutzen. Und ich habe noch zwei Sachen für die Augen und die habt ihr, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen lang und schmutzig hier gesehen. Zwei recht neue Produkte. Einmal haben wir hier das Isana Eye Serum mit Koffein und Guarana-Extrakt. Hier ist Koffein mit drin, was dafür sorgt, dass die Blutzirkulation einfach um eure Augenpartie stimuliert wird. Und ihr habt nochmal Guarana-Extrakt mit drin. Guarana-Extrakt habe ich jetzt so selber auch noch nie in Skincare irgendwie gesehen. Hier geht es wirklich darum, einfach diese Blutzirkulation so ein bisschen in Gang zu kriegen und so ein bisschen abschwellend zu wirken. Packt euch das in den Kühlschrank. Und hier
absolut geniales Packaging. Ihr habt hier eine sehr gute Dosierhilfe. Das sieht recht unspektakulär aus. Du drehst es um, tappst hier einmal rauf, es kommt genau ein Tropfen raus und der reicht für beide Augen und für deine Mutter noch, wenn du möchtest. Sehr, 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 sehr gutes Packaging. Ich würde mir wünschen, dass wir dieses Packaging bei vielen anderen Produkten noch hinkriegen, weil das einfach, es würde ja auch in groß gehen, ne? Das ist einfach sehr hygienisch. Du hast keine Pipette, die du raus dir in dein Gesicht gibst. Einfach drücken und das Produkt kommt raus. Funktioniert meiner Meinung nach am besten abends. Nicht so gut unter Make-up. Es ist okay, aber nicht ganz so gut. Dafür würde ich euch tatsächlich eher das hier mitgeben. Das ist jetzt ganz neu rausgekommen, habe ich mitgenommen und ausprobiert. 3% Eye-Peptide, das ist, hat diesen Peptidkomplex erfunden und patentieren lassen. Und dann 2% Koffein, habt ihr genau dasselbe. Abschwellend, so ein bisschen noch feuchtigkeitsspendender und ein bisschen aufpolsternder. Alleine schon durch die Textur. Eine recht dicke, cremige Textur. Ein bisschen reicht, ne? Schön einmassieren. Ich klopfe Augenpflege immer mit ein. Viele sagen ja auch, dass Augenpflege nicht unbedingt nötig ist. Ja, aber es ist auch nicht nötig, im ganzen Gesicht eine Koffeinpflege zu haben, ne? Also manchmal ist es schon klar. Also muss ich dazu sagen, ich würde mir jetzt auch keine Augencreme für 120 Euro kaufen, weil es eine Augencreme sein soll, die aber ähnlich formuliert ist wie die Gesichtscreme aus derselben Reihe, ne? Hier geht es ja wirklich um diese Wirkstofffokussierung und hier ist dann der Koffein das, was die Augen einfach so ein bisschen abschwellen lassen soll. Packt euch das am besten einfach unten in den Kühlschrank, nehmt einen Lichtschutzfaktor danach und klopft das schön ein. Sehr beruhigend, habe ich keine Probleme, dass es irgendwie in die Fältchen und dann ins Auge läuft. Und das Make-up funktioniert darauf sehr, sehr gut. Nehmt nicht zu viel. Ich glaube, das, was auch ich sehr, sehr oft mache, ist, ich benutze einfach zu viel von den Produkten und habe dann so ein bisschen das Problem, dass es sich dann schnell peelt, dass es dann mit den ganzen Make-up-Schichten einfach zu viel wird. Ich bin sehr gespannt, wie euch so eine kleine Unterstützung geholfen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Produkte eure Favoriten sind. Und vielleicht ist ja hier was dabei, wo ihr sagt, okay, jetzt traue ich mich mal an die Produkte ran. Da würde ich mich sehr freuen. Danke, dass ihr dieses sehr, 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 sehr trockene Thema mit mir durchgestanden habt. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.